Er hat ein Gitter drum, so tritt ihn keiner keine um. So tritt ihn keiner keine um. Der Kleine kann nicht größer werden, ja, größer werden, das möchte er gern. Es ist keine Rede davon, er hat zu wenig Sohn. Er hat zu wenig Sohn. Den Pflaumenbaum glaubt man im Kamm, weil er nie eine Pflaume hat. Doch er ist ein Pflaumenbaum, man kennt es an dem Blatt. Man kennt es an dem Blatt, an dem Blatt. Freitag, 16. Februar 1934. Ein Teil der Festgenommenen muss sich im Freien an der Außenmauer des Turnsaales aufstellen. Alles deutet auf eine bevorstehende Exekution hin, da einige fanatische Heimwehrmänner die Erschießung der Arbeiter fordern. Arkad Kaptauer belässt es jedoch, nicht zuletzt aufgrund der Intervention des Führers der Vaterländischen Front, Josef Mitterndorfer, bei einer mahnenden Ansprache. Da kein Blut geflossen sei, stimme er der Enthaftung der Arbeiter zu. Die Anführer würden sich jedoch vor einem Gericht zu verantworten haben. Die Heimwehren aus der Umgebung bleiben noch einige Wochen in Ebensee, während Militär- und Revetärersverbände am Samstag, dem 17. Februar, den Ort verlassen. Anzeige des Gendarmerie-Postenkommandos Ebensee an das Bezirksgericht Bad Ischl vom 22. März 1934. Dem Ortskommando wurden noch im Laufe des 15.02.1934 eine Menge Leute, die am Aufruhr teilgenommen hatten, stellig gemacht. Wovon 7 Personen, Franz Schmidt, August Wiesauer, Johann Acker, Franz Klettner, Johann Reisenbücher, Johann Traxel und Johann Leudl, für das standrechtliche Verfahren nach Linz bestimmt und überstellt wurden. Weiters wurden 28 Personen vom Kommando stellig gemacht und am 17.02.1934 nach vorheriger Pardonierung wieder entlassen. Josef Pilz, Sohn des Initiators zur Errichtung des Arbeiterheims, Sozialdemokrat und Zeitzeuge. Ich war mit einem Freund in einem Boot nach Frankirchen gefahren, um nachzusehen, ob sich die Heimwehr dort aufhält. Als wir nach Ebensee zurückkamen, wurden wir aber schon von Heimwehrleuten mit Waffen bedroht und festgenommen. Am nächsten Tag war bereits alles besetzt und wir wurden auf grausamste Weise in der Schule oder in den Garderoben festgehalten. Mindestens 100 Arbeiter sind festgenommen worden. Wir mussten auf dem kalten Fußboden schlafen und bekamen nichts zu essen. Danach wurden wir von der Heimwehr aussortiert, jeder Dritte außen an der Turnsaalwand aufgestellt. Das Militär nahm uns gegenüber Aufstellung mit aufgesetzten Bajonetten. Auch einige Heimwehrführer waren anwesend, die unbedingt wollten, dass wir erschossen werden. Herr Nationalrat Mitterndorfer hat uns dann geholfen, dass wir freikommen. Nur er und sonst niemand. Ein Katholik hat uns Sozialisten geholfen. Mittlerweile hat sich der Nussbaumer Anton im Wald erschossen. Er hat die ganze Verantwortung auf sich genommen. Ich bin dann mit dem Bürgermeister Max Zieger inhaftiert worden. Das hat sich so abgespielt. Der Militärkommandant hat, als wir an der Turnsaalwand gestanden sind, gefragt, ob noch jemand etwas sagen wolle. Ich, als Jüngster, habe mich daraufhin gemeldet und habe gesagt, ich bin Sozialist und sterbe gern für meine Bewegung. Und ich bin froh, dass uns das Militär von der grausamen Herrschaft der Heimwehr erlöst hat. Ich war damals ein junger Idealist. Von den Opfern.
Koloman Wallisch war sozialdemokratischer Arbeiterführer und Kommandant des Schutzbundes Bruck an der Mur. Neues Wiener Tagblatt, 19. Februar 1934. Koloman Wallisch verhaftet. Schutzbundführer Koloman Wallisch wurde in Wiesen verhaftet. Er leistete keinen Widerstand und war vollkommen gebrochen. Er wurde gefesselt und mit seiner Frau unter starker Bedeckung in das Kreisgericht Leoben eingeliefert. Kronenzeitung, 20. Februar 1934. Am Standgericht in Leoben wurde der ehemalige sozialdemokratische Nationalrat Koloman Wallisch wegen Aufruhrs zum Tod verurteilt. Das Urteil wurde um Mitternacht vollstreckt. Aus Bertolt Brechts Koloman Wallisch-Kantate. In Leoben nahe dem Erzberg, nachts zur 11. Stunde, hat man den Wallisch gehängt als einen roten Hund. Er hat Freiheit gerufen mit dem letzten Atemzug. Da hängten zwei Henker sich an ihn. Er war nicht schwer genug. Im Februar 34, der Menschlichkeit zum Hohn, hängten sie den Kämpfer gegen Hunger und Fron. Koloman Wallisch, Zimmermann zu. Aus Anna Segers, der letzte Weg des Koloman Wallisch. Und solch ein Toter, der so gelebt hat wie der und so gestorben ist, halt, so tot ist er dann doch wieder nicht, der Wallisch. So ein ganz Toter, dass man nicht mehr mit ihm soll streiten können, dass man nicht mehr heraussuchen soll können, wo er gekämpft hat und wo er gepackelt hat, wo er falsch ist und wo er richtig ist. Das weiß ich auch ohne dich, dass der Mann Fleisch war, vom Fleisch der Arbeiterklasse, dass man gequält hat, dass es unser Hals war, den man gewürgt hat, und auf unserem Hals sind rote Flecken. Und deshalb, weil es so ist und weil wir wissen, dass es so ist, deshalb ist der Mann nicht tot und heil, sondern in Fehlern und lebendig. Aus den Erinnerungen des Sohnes von Karl Münichreiter. Es wurden im Februar 1934 21 Todesurteile über Sozialdemokraten ausgesprochen, von denen 9 binnen 3 Stunden vollstreckt wurden. Einer der Hingerichteten war Karl Münichreiter, Schutzbündler in Wien. Das Neue Wiener Journal vom 15. Februar 1934 in einem sensationsflüsternden Bericht. Münichreiter wurde des Aufruhrs schuldig erkannt und vom Standgericht zum Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil vollstreckt. 2 Uhr 21 Minuten nachmittags. Die Tür der Armensünderzelle im Straflandesgericht 1 öffnet sich. Blass, zitternd tritt der Delinquent, gefolgt vom Seelsorger des Landesgerichts, der gekommen ist, um ihm den letzten Trost der Religion zu spenden. Rasch war der Weg im Zellwagen vom Landesgericht 2 in das Landesgericht 1 zurückgelegt worden. Diese letzte Fahrt des zum Tode Verurteilten. Nun setzt er sich auf die Pritsche, bedeckt das Gesicht mit seiner Hand, während der Priester vor ihm stehend ein stilles Gebet verrichtet. Minuten vergehen. Plötzlich öffnet sich die Tür und seine Frau und Kind treten ein, um den Gatten und Vater noch einmal zu sehen. 3 Uhr, 41 Minuten. Der Scharfrichter im schwarzen Gewand, mit schwarzem Hut und schwarzen Handschuhen steht im Galgenbock. Als der Scharfrichter ihm die Schlinge um den Hals legt, stößt Münichreiter einige marxistische Phrasen aus. Was nun folgt, spielt sich in Sekunden ab. Die Gehilfen des Scharfrichters, die bisher den Delinquenten gehalten haben, ziehen nun die Stufen unter den Füßen des baumelnden Körpers weg. Der Verbrecher ist gerichtet. Nach 7,5 Minuten stellt der Gerichtsarzt den Eintritt des Todes fest. Per Post erhielt die Familie den letzten Brief des Vaters, geschrieben vor der Hinrichtung. Liebes Polder, nochmal die innigsten Grüße und Küsse von deinem Karl. Ebenso an alle, die dir wohlwollen und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Ich sterbe, weil es einer sein muss. Lieber Pauli,
Du bist der Älteste. Schau, dass du die Mutter immer unterstützen kannst. Bleib brav. Ich küsse und grüße dich recht herzlich. Dein Vater. Lieber Kali, sei brav zur Mutter und folge ihr. Ärgere sie nicht. Ich grüße dich recht herzlich und küsse dich in Gedanken. Dein Vater. Liebe Luzi, wenn du einmal größer bist, so frage die Mutter über meinen Weggang von euch. Der Rote Aufstand war eine in der Geschichte einzig dastehende revolutionäre Handlung. Denn Rebellen, Revolutionäre gehen auf die Barrikaden mit dem Einsatz ihres Lebens, um bestehende Verfassungen zu stürzen und bestehende Verhältnisse zu ändern. Die Schutzbundrebellen vom 12. Februar 1934 standen aber auf den Barrikaden zur Verteidigung der in Geltung stehenden Verfassung. In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, es will euch nicht glücken, uns zu schaffen einen guten Lohn, übernehmen wir jetzt selber die Fabriken, in Erwägung, ohne euch reicht's für uns schon. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unter eigener Führung uns nunmehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, dass ihr uns dann eben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod.